So, hallo und herzlich willkommen auf der Bank im Vorgarten. Wir wollen heute über ein Glas Wasser sprechen. Das ist ein Glas Wasser, sollte man so vielleicht nicht unbedingt trinken, stammt hier aus dem Fluss. Der ist zwar ziemlich sauber für seine Größe, aber so völlig unaufbereitet würde ich da jetzt nicht draus trinken wollen. Und drum muss man das Wasser natürlich irgendwie aufbereiten. Und eine lange Vergessenheit geratene Substanz, die man dafür theoretisch verwenden kann, habe ich hier in diesem Röhrle. Röhrle ist badisch und heißt so viel wie Röhrchen oder Pettling. Und die schreibt man so auf schlau, nämlich KMNO4, ne? Also Kalium Mangan O4, also Sauerstoff 4. Das bedeutet, wir haben es hier mit einem hochgradig hochoxidierten Kalium-Mangan-Verbindungszeug zu tun. Ja, und da es ein Mangan ist, was da am Kalium dranhängt, heißt das Zeug Kalium-Permanganat. Per, also ein Mangan. Und Anat, das beinhaltet in diesem Fall halt eben 4 Sauerstoffe, die da dran sind. So, chemisch gesehen ist eine Substanz, an der relativ locker gebunden 4 Sauerstoffe dranhängen, ein krasses Oxidationsmittel. Ja, wer Chemie in der Schule hatte, wird sich vielleicht erinnern, Oxidationsmittel. War das nicht irgendwas, was andere Sachen krasser reagieren bzw. oxidieren lässt? Und Moment mal, war nicht eine Oxidation auch eine Verbrennung? Genau! Muss aber nicht zwingend mit Flamme ablaufen. Eine Oxidation kann auch ohne Flamme ablaufen. In jedem Fall ist eine starke Oxidationsreaktion geeignet, alle möglichen Lebewesen, ja, vom Leben zum Nichtleben umzuschulen sozusagen. Und dafür reicht im Fall von Kaliumpermanganat tatsächlich eine sehr, sehr kleine Menge aus, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Und außerdem hat es noch den netten zusätzlichen Vorteil, dass man es prima für Chemiebaukästen für Kinder verwenden kann, weil es halt eben den wundersamen Effekt hat, den man dann natürlich auch mit roter Beete-Saft und ähnlichem erzielen kann. Aber das ist, das war ein ganzer Klumpen, Wasser lila färbt. Ja, dieser Klumpen da, das dürfte jetzt so in etwa auch die Menge sein, die man bräuchte, um aus diesem Glas Wasser ein Glas Desinfektionsmittel zu machen. Das ist nämlich schon die erste Anwendung und damit habe ich, glaube ich, auch einen einigermaßen Einsprung, Einstand, Einführung ins heutige Thema hinbekommen, nämlich eben die vielfältige. Jetzt habe ich Kaliumpermanganatwasser an der Hand. So, bevor ich jetzt irgendwas anderes erzähle, erstmal ein paar Sicherheitshinweise. Kaliumpermanganat ist zunächst mal für die Umwelt durchaus ein Thema, weil es gewässertoxisch ist. Soll heißen, wenn es ins Gewässer gelangt, killt es da alles, was sich im Gewässer befindet. Das ist, wenn es ein Wasserdesinfektionsmittel ist, logischerweise so. Das gilt für jedes andere Wasserdesinfektionsmittel auch. Mit Ausnahme vielleicht von Alkohol. Damit kannst du auch Wasser desinfizieren, aber da musst du halt eben in sehr hohem Verhältnis Alkohol ins Wasser kippen. Wenig Wasser, also keine Ahnung, 200 Milliliter Wasser eben in Liter Alkohol kippen, damit das dann ganz ungefähr funktioniert. Ist also relativ für den Eimer. Aber wie jedes Desinfektionsmittel für Wasser, sollte es halt eben nur in Wasser gelangen, indem man auch alles umbringen möchte, was da drin ist. Sprich, Wasser, das man desinfiziert haben möchte, weil man es zum Beispiel trinken will. Was nur eine Notlösung ist, aber dazu später mehr. Ja? Generell gilt ansonsten für die Umwelt relativ unproblematisch. Verliert man also ein paar Krümel auf einem Waldboden oder sowas in die Richtung, da passiert so gut wie gar nichts. Allenfalls hat man dann einen Kubikzentimeter Boden, bei dem halt ein paar Bakterien gestorben sind, wenn es dann ordentlich drauf regnet. Aber das kannst du vernachlässigen, das ist dann nicht weiter schlimm. Sollte man jetzt natürlich nicht trotzdem absichtlich im Wald verstreuen oder sonst irgendwo in der Umwelt verstreuen. Dafür ist das Zeug auch, obwohl es gar nicht besonders teuer ist, doch immer noch zu teuer, um es einfach sinnlos in der Gegend rumzuschleudern. Und aus Sicherheitsgründen ist das eine blöde Idee.
Man darf es auf die Haut bekommen, man kann es mit den bloßen Fingern auch anfassen, das ist nicht weiter dramatisch. Man sollte allerdings aufpassen, dass man dann möglicherweise nicht irgendwelche Handcreme an den Pfoten hat, die Glycerin enthält. Warum Glycerin und Kaliumpermanganat, das ist Glycerin, miteinander zu kombinieren eine blöde Idee sein kann, wenn es auf der Hand geschieht, dazu kommen wir dann später noch. Es ist spektakulär. Und das sollte man also ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also am besten gar nicht erst anfassen, sollte aber unter normalen Bedingungen nichts Schlimmes passieren. Verschlucken kommt auf die Menge an. Ein ganz paar Kristalle bringen ausgewachsenen Erwachsenen vermutlich nicht ins Krankenhaus. Ein paar viele Kristalle wahrscheinlich irgendwann schon. Was das genau anrichtet, wissen wir nicht exakt. Regelmäßiger Kontakt zu dem Zeug kann zu Unfruchtbarkeit führen, sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Wie das genau abläuft, weiß man auch noch nicht so ganz. Da ist, ist man noch ein bisschen am Forschen. Es könnte unter gewissen Umständen krebserregend sein, aber das ist so gefühlt jede zweite Substanz auf diesem Planeten. Aber ja, man sollte es einfach nicht konsumieren, wenn man es nicht unbedingt konsumieren muss. Beziehungsweise wenn der Konsum weniger schädlich ist als das, was man alternativ machen könnte, dann kann man es mal konsumieren. Aber wenn man es irgendwie vermeiden kann, es zu konsumieren, sprich als zum Beispiel Wasserdesinfektionsmittel, dann sollte man das sein lassen. Ne? Das erstmal vorweg. Es darf auf keinen Fall in die Augen gelangen, als diese Substanz oder als irgendeine andere Substanz, auch nicht als verdünnte Lösung, muss man da ganz vorsichtig sein, was insbesondere die Augen angeht. Und generell kann es passieren, wenn man die verdünnte Lösung auf die Haut bekommt, dass man dann lila wird oder braun. Braun ist relativ häufig, lila, das wäre schon eine krasse Lösung, die man da abbekommen hat. Das lässt sich aber im Regelfall wahlweise wieder abwaschen oder mit anderen Substanzen dann wieder lösen. Mehr dazu bei Bedarf bei eurem Arzt, der euch da dann Näheres dazu erzählen kann. Also auf gut Deutsch, macht einfach keinen Schwachsinn damit. Nicht essen, nicht riechen, nicht einfach die Pfoten von lassen und einfach nicht in Kontakt, direkten Kontakt mit dem Zeug kommen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. So, das zu den Sicherheitshinweisen. So, jetzt habe ich gesagt, das Zeug ist ein Desinfektionsmittel. Es wird schon seit immer als Desinfektionsmittel eingesetzt, weil es ein sehr günstiges Desinfektionsmittel ist. Wird auch in Ländern, die ansonsten kein Geld haben, teilweise als Desinfektionsmittel eingesetzt oder wurde es zumindest noch, bis dann irgendwie Chlor halt dann doch allgemein verfügbar geworden ist, beziehungsweise Chlordioxid allgemein verfügbar geworden ist. Das ist ähnlich billig und als Wasserdesinfektionsmittel zwar auch nicht toll, aber immer noch besser als Kaliumpermanganat. Und dementsprechend ist es da weitgehend abgelöst worden. Aber es ist halt sehr universell einsetzbar und kann daher für den Survivalisten wohl möglich eben dann noch diverse Nebenfunktionen quasi erfüllen, neben dem Desinfektionsmittel. Aber in der Konzentration, die ich hier angerührt habe, wäre es jetzt zum Beispiel wunderbar, zum Beispiel zur Desinfizierung, nicht Sterilisierung. Sterilisierung ist sicher, dass da garantiert überhaupt kein Keim mehr dran ist. Ne? Das kriegst du mit Kaliumpermanganat nicht hin. Was du hinkriegst, ist 99,99% aller potenziell infektiösen Keime umzubringen an diesem Löffel. Also mit diesem Löffel könnte man jetzt wunderbar eine Herz-OP durchführen und würde zumindest mal nicht an den Keimen, die am Löffel haften, sterben bei dem Versuch. Ne, der steht jetzt schon eine ganze Weile hier im Glas. Für sowas kann man es also wunderbar verwenden, für Oberflächendesinfektion. Wenn du Kaliumpermanganatröhrchen und Wasser dabei hast und möchtest dir eine eklige Klobrille desinfizieren, bitte. Möchtest dir, keine Ahnung, irgendwie eine Tasse sauber spülen, im Sinne von, dass die Keime auch abgetötet sind, und spülst sie danach mit klarem Wasser wieder aus, dann kannst du auf dem Wege zum Beispiel auch Geschirr sauber bekommen, im Sinne von, die Keime sind tot sauber bekommen. Da klebt vielleicht noch ein Essensrest in der Ecke, aber der Essensrest ist dann zumindest, die Oberfläche davon zumindest, nicht mehr infektiv. Ne, wenn da jetzt irgendein böser Keim sich im Laufe der Zeit in dem Essensrest angesammelt haben sollte, oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, den Löffel teilt mit jemandem, den man nicht mag, dann kann man ihn auch mit Kaliumpermanganatlösung wieder desinfizieren etc. pp. In der Konzentration würde ich es nicht mehr für den eigenen Körper, höchstens für den Körper von wem anders, nein, Spaß, nee, also auf keinen Fall für Wunddesinfektion oder Hautdesinfektion vielleicht noch, Wunddesinfektion nicht mehr in der Konzentration. Mir ist da wie gesagt ein bisschen viel reingeflutscht. Es sollte schon nicht mehr so eine richtig dunkle Brühe sein. Sie sollte noch hellrosa sein, dass man da noch ein bisschen durchgucken kann. Dann eignet es sich als Hautdesinfektion.
Desinfektionsmittel, wenn man zum Beispiel einfach irgendwas auf die Haut bekommen hat, dass man möchte, dass desinfiziert ist, wenn man irgendwie mit Fäkalien in Berührung gekommen ist, mit irgendwas anderem potenziell Infektiösen, wenn man einfach im Outdoor-Einsatz sich hin und wieder mal die Hände desinfizieren möchte, weil man sie sich nicht richtig waschen kann, weil man keine Seife dabei hat. Allerdings braucht man für das hier ja auch Wasser. Von daher ist das relativ witzlos, aber man kann auf jeden Fall Körperteile damit ziemlich keimfrei bekommen. Wer dann auch in der Notfall-Survival-Medizin eben ein Thema vor kleineren operativen Eingriffen, in Anführungszeichen, keine Ahnung, ihr habt euch irgendwo einen Spreisel in die Haut gezogen, musst den jetzt rausschneiden, dann könnt ihr damit eben vorher hiermit die Haut desinfizieren. Nur so irgendwelche Beispiele, sucht euch was aus. Eine Schürfwunde, also eine oberflächliche offene Wunde, Beispiel Schürfwunde, kleiner Kratzer etc. pp., von dem ihr Angst habt, dass er sich desinfizieren könnte. Das ist individuell jedem selber überlassen, das zu beurteilen. Da kann man das Zeug auch zur Wunddesinfektion, oberflächlichen Wunddesinfektion verwenden. Was man nicht machen sollte, wäre zu versuchen, jetzt irgendwelche tiefer gehenden Wunden damit richtig auszuspülen, das also tief in die Wunde hineinzuspülen. Ist sicherlich für eine, wir haben überhaupt nichts Besseres zum Desinfizieren, Situation, vielleicht eine Option, die man eingehen könnte. Ich würde es nicht machen und mich darauf verlassen, dass bei einer tiefen Wunde das austretende Blut schon dafür sorgt, dass sämtliche Keime aus der Wunde rausgeblutet werden und dann eine Desinfektion der Wunde in die Tiefe gar nicht notwendig ist, weil, wie gesagt, das mit dem Blutaustritt von alleine passiert. Aber naja, das sind dann halt so Überlegungen. Es ist weit und breit kein Arzt. Man hat aus irgendwelchen Gründen kein anderes Mittelchen als Kaliumpermanganat dabei und man ist in einer total dreckigen Umgebung und möchte die Wunde gerne sauber haben und riskiert es aufs eigenes Risiko. Dann kann man darüber nachdenken. Nochmal, ich würde es nicht unbedingt machen und mich eher darauf verlassen, dass durch die Blutung das Ganze rausgeschwemmt ist, was da noch drin sein könnte. Aber für oberflächliche Hautdesinfektion kann man das schon nehmen. Wenn man das tut, dann brennt es. Ich habe es mal einmal im Selbstversuch getestet. Hatte gerade keine Kamera zur Hand. Eigentlich blöd, sowas sollte man filmen. Ne? Ich bin noch nicht so richtig der krasse Influencer bin ich einfach noch nicht. Ich muss da noch dran arbeiten. Und ja, brennt, so ähnlich wie mit Alkohol desinfizieren. Das liegt daran, dass die Wirkung von dem Zeug Zellen tötet. Alle Zellen, inklusive die Zellen von uns selber, die eben kaputt sind, beziehungsweise angeschlagen oder sich im direkten Wundumfeld befinden. Das heißt, wir kriegen ein Stückchen totes Gewebe sozusagen, in dem alles gekillt ist. Die Zellen, unsere, aber eben auch die Krankheitserregerzellen, die da möglicherweise eben in die Wunde rein wollten. Viren sind kaputt und so weiter und so weiter. Da ist dann halt einfach alles tot. Dann kommt aus dem Körperinneren hoffentlich das gute Zeug nach und macht die Wunde wieder zu. Ne, im besten Fall, ist mal ganz einfach formuliert, ohne jetzt auf irgendwelche Blutplättchen und sonstiges Zeug einzugehen. Aber es tut weh. Ne? Das nur mal am Rande angemerkt. Es gibt durchaus mildere und zum Beispiel für Kinder erheblich besser geeignete Desinfektionsmittel, die einfach insgesamt besser verträglich sind. Funktionieren tut's aber, das ist schon alles sicher tot, was man da so in die Wunde bekommen hat. Höchstens irgendwelche super krassen Mega-Ultra-Erreger, die man kaum mit irgendwas kaputt bekommt, zum Beispiel Prione. Aber wenn du mit Prionen Probleme hast, dann hilft dir Kaliumpermanganat, dann hast du ganz andere Probleme, ja? Dann brauchst du nicht mehr über Kaliumpermanganat nachzudenken. Gut, also das zur Desinfektionswirkung. Grundsätzlich kann man sagen, 2 Gramm pro Liter sind die Menge, die als Desinfektionsmittel empfohlen wird. Ich habe jetzt hier auf das Glas vielleicht 1 Gramm reingeschmissen. Das ist also viel zu viel. Das ist ungefähr die 5-fache Menge von dem, was man da jetzt nehmen sollte. Oder zumindest die 2,5-fache. Nehmen wir jetzt mal, das Glas hat 200 Milliliter und da habe ich jetzt 1 Gramm reingeschmissen. Dann wären das pro Liter, ja, 5 Gramm, also viel zu viel. Also ja, die 5-fache Menge von dem, was da Sinn ergeben würde. Nee. Die 2,5-fache, 2 Gramm pro Liter, habe ich gesagt, als Desinfektionsmittel, ne? Ja, 2 Gramm pro Liter als Desinfektionsmittel. Und man kann damit eben, wie gesagt, erstens Gewässer schädigen und zweitens Wasser trinkbar machen, nottrinkbar. Ne? Das sollte man auf keinen Fall auf längere Zeit tun. Aber wenn man nur 1 Gramm pro Liter Kaliumpermanganat ins Wasser tut, dann wird es deutlich weniger trüb. Und nimmt eine erheblich hellrosa, rosa Oliv, Pink, was ist das? Violett, danke. Violette Färbung an und kann dann in dem Zustand theoretisch getrunken werden. Praktisch auch,
aber wirklich nur für Notsituationen, wenn du ziemlich sicher bist, dass das Wasser verkeimt ist oder da wirklich überhaupt kein Risiko eingehen möchtest und du halt ein paar Schluck trinken möchtest und dann haust du dir am Tag meinetwegen einen Liter Kaliumpermanganatwasser rein und machst das mal über 3 Tage, bis du wieder irgendwo bist, wo du vernünftiges Wasser findest, wo du kein Kaliumpermanganat mehr reinhauen musst, dann wird das so schon noch okay sein, aber viel länger als 3-4 Tage sollte man das wirklich nicht machen, weil das Zeug desinfiziert eben. Und das desinfiziert dann auch die Darmflora, während es eben durch unseren Magen-Darm-Trakt hindurch wandert. Und das bedeutet, dass du quasi deine kompletten Bakterien, die im Darm hocken und nützlich sind, ne, man erinnert sich an diese ganzen bescheuerten kleinen Trinkjoghurte mit den doofen linksdrehenden Kulturen, die da drin sind und so ein Blödsinn. Das ist Blödsinn. Punkt. Ja, ich bin ziemlich überzeugt, dass das Blödsinn ist. Wie auch immer, aber wir haben ein Mikrobiom im Darm und das sollte man nicht umbringen, weil das gibt böse Verdauungsbeschwerden. Das kann dann entweder ja zu Durchfall, Verstopfung, Ula-Ula oder sonstigem Zeug führen und langfristig ist es wirklich, wirklich nicht gesund. Also nur für Notfälle, besser als für Dursten ist es schon. Gerade so. Nee, gerade so ist es auch übertrieben, aber es gibt erheblich bessere Desinfektionsmittel für Wasser bzw. Wasseraufbereitungsmethoden. Jeder Wasserfilter ist auf jeden Fall viel, viel, viel praktischer. Hat man aber aus irgendwelchen Gründen ein Röhrchen Kaliumpermanganat, aber keinen Wasserfilter, dann kann man darüber nachdenken. Andere Formen der chemischen Wasseraufbereitung, zum Beispiel Micropur Forte, sind auch erheblich verträglicher als Kaliumpermanganat. Dazu später noch ein paar Takte mehr. Also 1 Gramm pro Liter als Wasserdesinfektionsmittel für Notfälle. Ja, also wirklich nur, wenn die Alternative in durch Durst schwere Schäden davontragen besteht, dann sollte man das kann man das zur Wasserdesinfektion verwenden. Nicht sollte, man sollte was Besseres nehmen, aber man kann. So, wichtig, beziehungsweise kaum angesprochen, aber auch leider fast nutzlos, ist die Tatsache, dass es in der Notfallmedizin auch gerne verwendet wird, um oxidierbare Gifte im Körper zu oxidieren und diese dann unwirksam zu machen. Soll heißen, du säufst aus Versehen irgendeinen Giftstoff, der oxidierbar ist. So, und jetzt rennst du damit in die Notaufnahme oder wirst gerannt in die Notaufnahme und den kann man genau sagen, was du genommen hast und dann wissen die natürlich, weil die da vom Fach sind, ob das ein oxidierbarer Giftstoff ist. Und falls das ein oxidierbarer Giftstoff ist, dann kann man mit 0,5%iger Kaliumpermanganatlösung, das sind 5 Gramm pro Liter, kann man dann ungefähr, Pi mal Daumen, tatsächlich was herstellen, was dann eigentlich schon wieder viel zu stark ist für ein normales desinfiziertes Wasser und eigentlich auch noch stärker ist als das, was wir als Desinfektionslösung für außerhalb des Körpers empfehlen. Aber trotzdem wird dann so eine starke oxidierende Magenspülung in der Notfallmedizin verwendet, um eben den Giftstoff, den wir hoffentlich noch im Magen haben, weil es noch nicht so lange her ist, im Magen selbst zu oxidieren. Das gibt ordentlich Ula-Ula, aber der Giftstoff ist dann hin. So, jetzt ist das Blöde nur, was diese sicher eigentlich tolle Wirkung so ein bisschen nutzlos macht für Normalsterbliche, dass wir keinen Schimmer haben, ob der Giftstoff, den wir gerade konsumiert haben, oxidierbar ist oder nicht. Soll heißen, in Zweifel bei Vergiftung Kohle fressen. Aktivkohle bzw. medizinische Holzkohle packungsweise reinpfeifen bis zum geht nicht mehr. Die saugt zumindest das Gift ein bisschen auf und reduziert die Geschwindigkeit, wie sie es im Körper ausbreitet. Im besten Fall kann es sogar so sehr aufgesaugt werden, dass es dann mit der Kohle unverdaut quasi wieder ausgeschieden wird und keinen Schaden mehr anrichtet. Im besten Fall, im schlechtesten Fall, dann hilft es halt nicht so viel. Aber ein bisschen helfen tut das immer und das ist mit Abstand die beste Möglichkeit, die man survival-technisch machen kann, wenn man sich in irgendeiner Form mit irgendwas vergiftet hat. Auch bei jeglicher Form von Pflanzengiften insbesondere ist fast immer die erste Hilfemaßnahme, wenn man weiß, dass man sich mit einem Pflanzengift vergiftet hat, Holzkohle fressen. Ja, am besten, wie gesagt, Kohletabletten aus der Apotheke. Wenn das nicht geht, dann theoretisch Kohle aus dem Lagerfeuer. Ich sage mit Absicht theoretisch, weil so viel, wie man davon eigentlich fressen bräuchte, kriegt kein Mensch runter, ohne kotzen zu müssen, um es mal wirklich deutlich zu formulieren. Man kann es versuchen, man sollte es auch versuchen, aber ja,
Also im Prinzip musst du da Kohle fressen, bis du selber schwarz wirst, im wahrsten Sinne des Wortes, damit da auch eine Wirkung eintritt. Da müssen schon wirklich große, große, große Mengen in den Magen, um gerade bei dem stark wirkenden Gift das dann ein bisschen abzuschwächen, sage ich jetzt mal. Ne? Kaliumpermanganat könnte also theoretisch helfen, nur haben wir eben keine Möglichkeit als Laie das festzustellen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt ergoogeln sollte, ob ein Gift oxidierbar ist oder nicht. Dafür bin ich auch nicht Chemiker genug. Da bräuchte man dann schon wirklich eine richtige Chemie-Nerd, der sagen kann, welcher Stoff, allein an der Stoffstruktur oder an der Summenformel, oh ja, das ist oxidierbar, dann geht's kaputt, da kannst du Kaliumpermanganatwasser saufen. Aber ja, für Normalsterblichen, wie gesagt, relativ nutzlos, diese Anwendung. Ist aber vielleicht doch ganz schön zu wissen, dass das theoretisch ginge. Vielleicht kann man sich ja in seinen Wir rennen vor den Zombies weg-Trupp noch einen Diplom-Chemiker mindestens oder noch besser einen Doktor der Chemie oder ähnliches schnappen, der da mitrennt bei den Zombies weg. Ne? So, dann kann man es mit 1 Gramm pro Liter, auch wieder hier als Lösung, theoretisch als Deodorant verwenden. Jetzt regnet es, das ist ja ganz toll. Ich hocke hier so halb unterm Baum, kann auch einen Moment hocken bleiben. Einfach weil man aus irgendwelchen Gründen in der gepflegten Nach-Zombie-Apokalypse-Welt nicht so stinken möchte. Sprich, du haust dir das Zeug einfach unter die Achseln, dann stinkst du weniger, weil es killt Bakterien und die sind halt für den Geruch verantwortlich. Ne? Macht dich nicht unbedingt sauberer, aber du hast dann zumindest weniger Bakterien auf der Haut kleben. Nachteil kann bei regelmäßiger Anwendung und zu großer Konzentration dazu führen, dass man eben braune Haut bekommt. Ja, jetzt muss man sich überlegen, ob man lieber stinkt oder lieber braun unter den Achseln ist. Das wären dann so die Möglichkeiten, aber das ist auch ein Anwendungsgebiet. Muss ja nicht, ja? Vielleicht bist du auch immun gegen die Braunfärbung, das hängt jeweils von der individuellen Haut ab. Aber ja, das kann man wirklich als Deo verwenden. In Pulverform würde ich es nicht unbedingt jetzt gleich unter die Achsel reiben, aber mindestens eben als Lösung, als verdünnte Lösung, sollte das eigentlich funktionieren. Außerdem kann man theoretisch damit Klamotten bleichen bzw. entstinken. Also auch wieder, wenn man mal irgendwann weniger müffeln möchte, nachdem die Zombies alle gefressen haben und es einem egal ist, ob die Klamotte dabei ein Stück weit entfärbt wird. Insbesondere, wenn man mit weißen T-Shirts Survival betreibt, dann ist es egal, da ist ja kein Farbstoff drin, die kann man ruhig ein bisschen bleichen. Bleichen in Anführungszeichen, das ist jetzt kein richtiges Bleichmittel in dem Sinne, aber kann dazu führen, dass möglicherweise Farbstoffe ein bisschen aus der Klamotte rausgewaschen werden, aber stinken tut sie jedenfalls nicht mehr, nachdem man sie hier eingeweicht hat. Könnte auch passieren, dass sie schlimmstenfalls ein paar Tage lang lila ist. Naja, dann macht man halt mit lila Klamotten Survival. Ne? Also theoretische Anwendungen. Ich sage ja nicht, dass das nützlich ist. Ich sage euch nur, was man mit dem Zeug alles anstellen kann. Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich wirklich jede mögliche Anwendung gesucht, die mir irgendwie eingefallen ist, nach ziemlich viel Recherche. So, und jetzt gäbe es noch verschieden unterschiedlich krasse Möglichkeiten, damit Feuer zu machen. Und jetzt regnet's. Und das macht die Sache vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber ich würde es jetzt trotzdem gleich mal probieren. Dafür muss ich ein bisschen was vorbereiten, nämlich das Grundrezept, es gibt verschiedene Rezepte, damit Feuer zu machen. Das, was für uns outdoormäßig am interessantesten ist, meiner Meinung nach, ist Glycerin und Kaliumpermanganat. Ja? Und wenn man die beiden zusammenkippt, dann dauert das eine Weile und dann entzündet sich das Gemisch von allein. Ja, das ist per se jetzt erstmal gefährlich. Das heißt, man darf da auch nicht hinten nicht drin rumstochern. Ne? Gehst du jetzt an? Sondern man muss wirklich bis zu eine Minute warten. Und wenn es dann noch nicht anfängt zu brennen, dann sollte man es auf keinen Fall aufschlecken oder so in die Richtung. Ne? Aber dann ist die Chance, dass es nochmal irgendwann anders anfängt zu brennen, relativ gering. Aber eine Minute sollte man mindestens abwarten, bevor man sich dem ganzen Gemisch, sagen wir mal, auf einen halben Meter nähert. Ja? Also je mehr Sicherheitsabstand, desto besser. Viel mehr als ein halber Meter ist bei einer kleinen Menge. Bei einer großen Menge natürlich dann bitte 5 Meter. Aber bei einer kleinen Menge sollte eigentlich 50 cm Sicherheitsabstand Minimum mit dem Kopf ein bisschen mehr eigentlich ausreichend sein. Gegebenenfalls eine Sonnenbrille, sonstige Brille, am besten Laborschutzbrille tragen, wenn man da noch überhaupt keine Erfahrung mit hat und das zum ersten Mal ausprobieren möchte. So, Glycerin. Noch ein bisschen mehr Theorie, weil es so schön ist. Glycerin ist
also besteht aus 3 Kohlenstoff, 3 Sauerstoff und 8 Wasserstoffen und ist damit ein Alkohol per Definition. Ja? Ist ein sehr einfacher Dreifachalkohol, der einfachste Dreifachalkohol, der überhaupt möglich ist chemisch. Und enthält damit auch schon wieder einen Haufen Sauerstoff, ja? Aber eben auch eine Kohlenstoffverbindung, nämlich eine Dreier-Kohlenstoffkette. Und grundsätzlich gilt bei Kohlenstoffketten, also C, 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 C und das Ganze möglichst lang oder auch eben nicht möglichst lang, je kürzer die sind, desto leichter sind die zu entzünden. Also eine lange Kohlenstoffkette wie Holz, eine komplizierte und in sich verschachtelte Kohlenstoffkette, das braucht man schon ein bisschen Energie, um das anzuzünden. Heißt, kippst du Kaliumpermanganat auf Holz, passiert nichts. Kippst du Kaliumpermanganat auf Glycerin, also eine sehr kurze Kohlenstoffkette, die nur wenig Aktivierungsenergie benötigt, um eben zu entflammen, dann könnte sehr wohl was passieren. Und da hängt es jetzt eben ganz davon ab, wie viele Sauerstoffe haben wir denn jetzt insgesamt in der zusammengemischten Verbindung, wie hoch ist das Oxidationspotenzial und dann kommt außerdem noch Sauerstoff aus der Luft, da ist ja bekanntlich auch noch welcher drin, da auch noch dazu. Und damit haben wir, wenn wir Kaliumpermanganat und Glycerin mischen, eben eine sich selbst entzündende, ja, Flüssigkeit möchte ich es nicht nennen, ein selbstentzündbares Gemisch, Feststoff plus Flüssigkeit miteinander. Ja, und das tut es in 20 Sekunden bis eine Minute, irgendwie sowas um den Dreh. Gut, Glycerin können wir noch bei der Gelegenheit, wenn wir sowieso schon Kaliumpermanganat mit uns rumschleppen und Glycerin mit uns rumschleppen, können wir auch noch mal kurz überlegen, wofür Glycerin denn eigentlich noch so gut sein könnte, bevor wir endgültig hier mal ein bisschen rumspielen. Zunächst mal kann man es mit Nitro mischen, da hat man Nitroglycerin, nein. Nitro gibt es so, also nicht wirklich, und ich verrate euch jetzt auch gar nicht, mit was man es mischen kann. Im Übrigen steht das auch auf Wikipedia, von daher ist es kein großes Geheimnis, um Nitroglycerin herzustellen. Haben wir aber einfach nur Glycerin hier in dieser Flasche. Da steht drauf, Glycerin, Moment, Bioqualität oder so ähnlich, steht irgendwo anders, vegan, rein pflanzlich, Pharmaqualität, so rum. Klingt jetzt nicht, als wäre das furchtbar gefährlich, ist es auch nicht. Ist theoretisch essbar, sollte man vielleicht es auch nicht im großen Stil tun, weil man sich nicht ganz sicher sein kann, ob das so eine gute Idee ist. Macht auch noch, soweit wir wissen, nicht besoffen. Vielleicht irgendwo bei ganz großen Mengen. Theoretisch hat es 400 Kilokalorien pro 100 Gramm, wäre also fast schon Survival Food, haha. Und ja, ist ansonsten eben nicht gesundheitsschädlich. Das wurde regelmäßig untersucht, da gibt es auch ganz aktuelle Untersuchungen. Man wollte es immer noch nicht glauben, ob es nicht vielleicht doch gesundheitsschädlich ist. Nein, ist es nicht. Ist in den USA auch als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Jetzt lassen die USA alles Mögliche als Lebensmittelzusatzstoff zu. Also von daher ist das nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Aber das Zeug ist wirklich ziemlich harmlos. Also zumindest kann man sich nicht mit kleinen Mengen irgendeinen Schaden zufügen. Wenn man jetzt wirklich eine ganze Flasche davon säuft, weil man 400 Kilokalorien haben möchte, das ist vielleicht keine so wirklich gute Idee, dann könnte auch ein bisschen was davon in den Darm geraten, und wenn es unverändert in den Darm gerät, dann muss es ja erst durch den Magen durch die Magensäure durch, und normalerweise landet es also nicht unverändert im Darm, aber sollte das passieren, indem man es zum Beispiel in magensaftresistente Tabletten reinpackt, also diese kleinen Filmtabletten, die wir alle kennen, dann geht es durch den Magen durch, landet im Darm, wird da erst abgebaut und entfaltet im Darm seine volle Wirkung. Und dann ist es ein Abführmittel, weil es dafür sorgt, dass der Stuhl im Darm besser mit Wasser versorgt wird durch die Darmwand. Das macht den flutschiger. Ja, das klingt jetzt unappetitlich, aber so ist es halt nun mal medizinisch. Und dann geht er leichter ab. Das ist also auch eine positive Wirkung. Kann man schwer übertreiben. Es ist ein leichtes Abführmittel, das nicht zu großen Katastrophen, was das Abgehen von besagtem Material angeht, führt. Also sollte eigentlich jetzt nicht zu massivem Durchfall führen. Sollte nicht. Ne? Ausnahmen und so weiter und so weiter. Dann ist das, ach ja, und es ist ein ganz beliebtes Feuchtigkeitsmittel, zum Beispiel die Hände einschmieren, mache ich jetzt nicht. Sollte man auf keinen Fall tun, wenn man vorhat, hinterher mit Kaliumpermanganat zu hantieren. Ja, also ganz wichtig, wenn diese Anwendung, Hände einschmieren oder sonstige Körperpartien, die Feuchtigkeit brauchen, einschmieren. Kann man machen, funktioniert, kein Problem, aber wirklich aufpassen, dass man dann nicht Kaliumpermanganat oder irgendwas in diese Richtung anfasst, weil sonst wird man zum Mann mit den Feuerhänden oder zur Frau mit den Feuerhänden, je nachdem. Das ist also dann eine blöde Idee. Aber prinzipiell als Lippen
Feuchtigkeitspflege, Gedöns, Survival, Lippenfeuchtigkeitspflege, Gedöns. Ne? Noch besser ist irgend so ein Lippenpflegestift, natürlich, der dafür gedacht ist, hat man das aber nicht, aber hat Glycerin, dann ist das auf jeden Fall eine Anwendung. Man kann auch irgendwelche Dichtungsringe damit nachfetten, ist nicht optimal, geht aber einigermaßen. Es ist insgesamt von der Viskosität her, hat einen, ich glaube, Schmelzpunkt von 16, 17 Grad. Aber darunter müsste es dann ja eigentlich ein Feststoff sein. Nein, darunter ist es eine amorphe Flüssigkeit bzw. eine unterkühlte Flüssigkeit, streng genommen physikalisch beschrieben, und hat als solche immer eine gewisse starke Viskosität. Auf gut Deutsch ist schleimig. Schleimig, schmierig, sowas in die Richtung. Und tropft dementsprechend auch nur langsam aus dem Glas raus, wenn man da versucht, jetzt irgendwas was davon irgendwo anders drauf zu gießen und so weiter. Und deswegen lässt sich es auch gut auf der Haut verschmieren, wie gesagt, wenn man irgendwie eine Feuchtigkeitspflege haben möchte. Ist Bestandteil diverser Hautcremes. Man kann sich also auch selber eine Hautcreme aus irgendwelchen Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel Kamille, wie zum Beispiel Spitzwegerich oder ähnlichem und Glycerin, eine einfache Pflegecreme, eine einfache, ja, der Haut gut tun, teilweise entzündungshemmende Creme zusammenbasteln. Das ist also durchaus fürs Langzeit-Survival, wenn wirklich die Zombies alle gefressen haben, ne, ist das durchaus eine Überlegung wert, ob man sich da nicht ein bisschen Glycerin irgendwo einlagert, im Rucksack mitschleppt, im Prepper-Bunker hortet, sucht euch was aus, ist ja völlig egal, mir geht es nur um die Theorie, ja, dass das potenziell gehen könnte. Oder man findet irgendwo in der Apotheke eine Flasche Glycerin, okay, wenn man eine Apotheke findet, findet man noch andere Sachen, aber Hautcreme zum Beispiel, aber man kann sich da draus schon das eine oder andere zusammenmixen. Ja? Also Glycerin alleine völlig harmlos, keinerlei Risiken, ne? Kannst du dir auch Notfall, also solltest du vielleicht nicht tun, aber wenn du es in die Augen bekommst, ist auch nicht gleich ein Weltuntergang und so weiter und so weiter. Ist also wirklich harmlos. Bei 160 Grad entzündlich, also vielleicht unter 160 Grad Celsius lagern, das sollte im Regelfall auch kein großes Problem sein. Und ich glaube, das war es, was mir zu Glycerin eingefallen ist, was man damit so anstellen kann. Ne? Also wenn du irgendwelche, wenn du so mal eine Salbe daraus machen möchtest, nimmst du einfach Glycerin, machst es in irgendeinen Pott, schmeißt entsprechend Spitzwegerich dazu, stampfst das klein, rührst das um, versuchst, dass eben die Pflanzensäfte ins Glycerin übergehen und hoffst, dass das dann funktioniert. Ja, das sollte irgendwie ein bisschen eine Wirkung erzeugen. Es kann natürlich sein, dass manche Pflanzeninhaltsstoffe mit Glycerin nicht kompatibel sind und dann schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren. Also, wie der Schweizer sagt, schad's nicht, so nützt nicht oder nett. Oder nützt nicht, so schad's nicht. Irgendwie so ähnlich sagt das der Schweizer. Natürlich völlig falsch ausgesprochen. Ich entschuldige mich damit hiermit mal wieder hochoffiziell bei allen Schweizern für den Versuch, Schweizerdeutsch zu sprechen. Gut, ist auch immer peinlich, wenn wir Deutschen das machen. Ne? Gut, das, ja, so viel dazu. Wenn wir jetzt hier mit Feuer machen wollen, im Prinzip würde es reichen, hier auf unseren Gartentisch ein Häufchen hiervon drauf zu kippen und das da drüber zu kübeln und wuff. Das mache ich jetzt natürlich aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Ich habe da drüben eine Feuerstelle und jetzt, wie gesagt, mit dem Regen muss ich mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Und hier habe ich ein kleines Feuerlemach zu Spaßzwecken Paket von meiner Frau zusammengebaut bekommen. Mit Holz, mit Wattepad, mit zwei Zahnstochern, warum auch immer genau die da drin sind, mit ein Stückchen Harz und einem gewachsten Wattebausch und im kleinen Fetzen Birkenrinde ist da auch noch irgendwo, genau. Und der Witz ist halt der, so richtig lustig Feuer machen kann man dann, wenn man ein ohnehin schon brennbares Material mit Kaliumpermanganat kombiniert, da passiert noch nichts, und dann Glycerin drüber kippt, zumindest in der Theorie. Ich habe es bisher so jetzt auch noch nicht ausprobiert. Ich würde jetzt mal einfach off Kamera hier ein paar Späne rausschnitzen und das Ganze dann einfach mit Birkenrinde dann mal einfach in die Feuerstelle legen und mal gucken, ob das auch bei sehr nass und ein paar Tropfen von oben dann trotzdem brennbar ist. Das sehen wir dann gleich im Schnitt. Schnitt. So, näher ran mag ich mit der Kamera jetzt nicht, als ich jetzt gerade bin. Ich habe jetzt ein Stück Zeitungspapier, habe da jetzt einfach mal ein paar Späne Holz, frisches Fichte, zwei Zahnstocher und ein Stück Birkenrinde reingewickelt und würde hier drüber jetzt so ungefähr das, was ich für einen Teelöffel Kaliumpermanganat halte, drüber kippen. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. So, soweit noch harmlos. Und jetzt kippen wir da
ein wenig Glycerin drüber. Ups, das war ein bisschen viel, aber... Und jetzt gehen wir in Deckung. So, und jetzt mal abgesehen davon, dass das enorm Spaß macht, wenn man da jetzt einen großen Holzhaufen drauf gemacht hätte, ne, und eine entsprechend adäquate Menge von dem Zeug hier verwendet, dann kann man damit schon wirklich ziemlich idiotensicher Feuer machen. Das brennt auch lange, insbesondere wenn man es eben noch mit ein bisschen entzündbarem Material, sprich Holzspänen, Zunder schlicht und ergreifend einfach kombiniert. Und das Schöne ist halt, dass man keine Feuerquelle braucht. Ne? Weder ein Firestyle noch ein Feuerzeug noch irgendwas. Das entzündet sich selbst und das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich lustig. Das ist dadurch, dass es wirklich eine Weile dauert, je nach Umgebungstemperatur, aber mindestens 20 Sekunden, so meiner Erfahrung nach, schon was, was man meiner Meinung nach vom Gefahrenlevel her rechtfertigen kann, das mal auszuprobieren. Selbstverständlich nicht für Kinder. Und wenn doch, dann unter Aussicht von Erwachsenen. Und wichtig, in einer Feuerstelle, wo nichts passieren kann, nicht im Haus, schön draußen und unter Anwesenheit von Löschmöglichkeiten, falls da irgendwie was schief gehen sollte und so weiter. Ne? So viel dazu. Das wäre es gewesen. Sicherheitshinweise habe ich erwähnt. Witzig. Braucht man das? Sicherlich nicht. Ach so, und wichtig, genau das wollte ich noch sagen. Als Desinfektionsmittel kann man alternativ übrigens auch Micropur Forte verwenden. Ne? Nicht nur zum Wasser desinfizieren, das kennt man ja, dafür ist es ja auch gedacht. Wenn man eine Micropur-Tablette, also die, die auf 1 Liter sind, auf 100 Milliliter Wasser schmeißt, dann ist das Resultat, was dabei rauskommt, ähnlich desinfizierend wie eine Kaliumpermanganat-Lösung, die desinfizierende Wirkungen hat. Und man müsste also nicht Kaliumpermanganat, um ein Flüssigdesinfektionsmittel anrühren zu können, dabei haben, sondern da tut es einfach auch Micropur Forte, was man ja vielleicht sowieso dabei hat, um Wasser zu desinfizieren, beziehungsweise Wasser zu entkeimen, Trinkwasser herzustellen. Und Micropur Forte ist sowohl auf der Haut, ja vielleicht nicht unbedingt, das nimmt sich nicht viel, das ist Natriumhypochlorid, der Wirkstoff, der da wirkt, das ist auch oxidativ tätig und sorgt auch durch einen Oxidationsprozess, beziehungsweise durch Chlor, dafür, dass eben die Keime abgetötet werden, die wir auf der Haut haben oder halt eben in der oberflächlichen Wunde. Aber trotzdem insgesamt kann man auch das mitnehmen und es ist einfacher zu transportieren und es ist in jedem Fall unentzündlich. Aber wenn beides ein Loch bekommt und puff im Rucksack macht, ja, super unwahrscheinlich, ich weiß, aber theoretisch, einfach je nachdem, es brennt übrigens hier immer noch. Ja, also so viel. Könnt ihr auf der Kamera wahrscheinlich schon gar nicht mehr sehen. Jetzt ist es aus. Nur damit ich das nochmal gesagt habe. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, eventuell viel Spaß beim Ausprobieren, aber nochmal nur unter Aufsicht von Erwachsenen bzw. als Erwachsener. Und wirklich keinen Schwachsinn damit anstellen. Wenn man da viel von nimmt, große Mengen, dann gibt das echt böse, großes Feuer. Ja? Also kleine Mengen anfangen, kleine Mengen, teelöffelmäßig, so in etwa. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr als einen Teelöffel genommen. Tschüss.